Ein paar Dinge vorweg, bevor wir starten. Punkt 1, ich bin wirklich richtig geehrt, dass ich als deutscher Staatsbürger in der wohl wichtigsten Branche hier vorsprechen darf. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir die besten Kunden sind von der österreichischen Hotelindustrie, dann wäre es wirklich sehr smart, aber darauf gehen wir später noch ein. Starke Marken sind brutal wichtig und starke Arbeitgebermarken sind noch wichtiger. Was das Ganze mit Zukunft zu tun hat, da versuche ich am Ende des Vortrags wieder drauf zu kommen. Was sind denn eure Geheimrezepte der Zukunft? Punkt 1, Familienunternehmen und Tradition. Keine Unternehmen auf der Welt haben solche Werte, haben ein Verantwortungsgefühl und haben vor allem einen langfristigen Entscheidungshorizont. Bei Innovation besonders wichtig. Man spricht von Enkelfähigkeit. Das hat Spotify auch nicht. Punkt 2, lebenslanges Lernen. Wolf Lotter hat es angesprochen und ich liebe, dass Wolf Lotter von Transformation spricht und nicht von digitaler Transformation, weil zurzeit on vogue ist, über digitale Transformation zu sprechen. Dann gibt es noch eine ESG-Transformation. Ich wette, es kommt dieses Jahr noch eine AI-Transformation. Hören Sie damit auf. Transformation ist im Herzen immer eine kulturelle Transformation. Sie müssen es schaffen, alle Mitarbeitenden mitzunehmen und Verständnis dafür zu schaffen, dass wir uns verändern müssen. Weiterbildung ist da ein Schlüssel zum Erfolg. Ich habe mir hier so ein Zitat geklaut, da geht der CFO zum CEO und sagt, Markus, stell dir vor, wir geben super viel Kohle aus in die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und dann gehen die einfach. Markus antwortet, stell dir vor, wir machen das nicht und die bleiben. Und an diesem Zitat ist schon sehr viel Wahrheit dahinter, wenn Sie mich fragen. Machen Sie alle zu Unternehmerinnen und Unternehmer. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist für mich nicht die Person, der ein Unternehmen gehört. Es sind die Personen, die unternehmerisch denken und unternehmerisch handeln. Letztendlich, wie dieser Junge im Hintergrund, böse Zungen behaupten, das war ich in meiner Jugend. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.